Moin Giorno und willkommen zu einer weiteren Folge Gedanken zum Film. Heute mit dem Boxerdrama The Survivor aus dem Jahre 2021. Ist 22 hier in den Kinos erschienen. Wirklich nur in wenigen Kinos, auch so ein bisschen pandemiebedingt wieder. Und letzten Jahres, November, Oktober, bei Leonini Studios, beziehungsweise jetzt auf jeden Fall erhältlich als DVD und Blu-ray. Los geht's. Harry Haft ist dem KZ Auschwitz entkommen. Als polnischer Jude, der er war, eine Unmöglichkeit. Noch spannender, es handelt sich um eine wahre Geschichte. Diese wahre Geschichte basiert auf seinen eigenen Erzählungen, die er dem Journalisten erzählt hat und ein Historiker hat die dann aufgeschrieben. Das Buch erschien 2006. Der Offizier Dietrich Schneider nimmt ihn dann in seine Obhut, weil er sieht, wie gut er einstecken kann und sein zweites Talent, dass er eine geile, harte Rechte hat. Und trainiert ihn im Boxen, um in Showkämpfen gegen andere Gefangene anzutreten. Es geht um Leben und Tod. Der Verlierer wird erschossen. Ende der 40er Jahre lebt Harry Haft in New York. Harry versucht, seine Liebe Lea, von der er in Deutschland getrennt wurde, wiederzufinden. Es ist das Einzige, dem er sich sicher ist, nämlich, dass sie noch lebt und ihn aufsucht. Um sie wiederzufinden, versucht er, jede Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er fordert den Weltmeister Rocky Marciano heraus und spricht mit einem Reporter über seine Vergangenheit, in der Hoffnung, sie könnte von ihm lesen. Die Bilder der Boxkämpfe in Deutschland werden in einem kontrastvollen Schwarz-Weiß gezeigt, ohne jeglichen tristen Kitsch und überheblicher Dramatisierung des Krieges. Aber vor allem ist Ben Foster zu erwähnen, der leider nur selten den Hauptdarsteller mimt, trotz seines großen Talents. In The Survivor unterzog sich Ben Foster einer körperlichen Qual, indem er erst 28 Kilo abnahm, um die Szene im Deportationslager zu drehen. So dünn, er ist hier einfach ein anderer Mensch, das übertrifft nur noch Christian Bale. Dann nahm er in 5 Wochen wieder 23 Kilogramm zu für die Aufnahmen in den USA. Diese Körperlichkeit in Kombination mit Ben Fosters Spiel sind das Besondere an diesem etwas anderen Boxerfilm. Er ist nicht der Held, es ist keine Aufsteigergeschichte, eher gleicht er einem Raging Bull in dem Kampf um die inneren Dämonen seiner Vergangenheit. Das gefallen hat mir aber Billy Magnussen, der sonst diesen dümmlichen Typ spielt, der immer so ein blödes Grinsen auf den Lippen hat, wie zum Beispiel in The Game, wo ich ihn sehr mochte. Gut, letzte Zeit war auch in James Bond zu sehen, aber das war wirklich eine kleine Mini-Mini-Rolle. Aber hier habe ich es total als fehlbesetzt gesehen, als ich es gelesen hatte, bis ich ihn sah in dem Film. Weil dieses dümmliche Grinsen und sein Erscheinungsbild so furchteinflößend wirkt und unberechenbar. Der große Kampf findet bereits in der Mitte des Films statt. Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich nicht um einen typischen Boxerfilm mit dem Endkampf im Finale des Films handelt. Anders, es geht hier in der zweiten Hälfte um die Familie Harry Hafts. Der Umgang mit seiner Vergangenheit und seinen Kindern. In weiteren Rollen die Deutsch-Luxemburgerin Vicky Krebs, die wir aus der Seidenen Faden kennen. Sie spielt hier eine Dame, die dabei hilft, Ben Fosters alte Liebe Lea wiederzufinden. Überhaupt Liebe wiederzufinden. Ja, doppeldeutig. Ist schon richtig hier. Dann haben wir Danny DeVito, der aus dem Trainerteam von Rocky Marciano stammt, aber Ben Foster dabei hilft, mehr oder weniger ganz gut dazustehen im Boxkampf. Er sagt, er würde nie gewinnen, aber ich helfe dir dabei, was auch immer dann passieren wird. Weil er auch selbst Jude ist und das deswegen ein bisschen versteht. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, Ben Foster wird hier auch der überlebende Jude von Auschwitz genannt. Das ist so sein Titel. John Leguizamo ist auch dabei. Der ist der Trainer von Ben Foster. Bringt so diese lateinamerikanische Note mit rein, dass er so ein bisschen locker wird, Ben Foster im Kämpfen. Bei den Trainingssequenzen, die hier aber nicht annähernd so sind, wie man sich's vorstellt. Es sind keine typischen Rocky-Sequenzen. Und dann haben wir noch Peter Sarsgaard. Ich glaube, der wird so ausgesprochen, weil er Amerikaner ist und keine Skandinavier. Der spielt den Journalisten, der die Geschichte von Ben Foster aufschreibt, worüber sich die meisten erstmal aufregen, was auch noch so ein weiteres Problem im Film gibt. Barry Levinson inszeniert den Film sehr trocken, bis auf wenige emotionale Spitzen. Das fühlt sich richtig an, kann sich aber auch hier und da ziehen. Ein weiterer großer Name ist Hans Zimmer, dessen Musik hier zurückhaltend die Geschichte begleitet. Er ist also auf jeden Fall zu empfehlen. Barry Levinson hat schon vielen zum Oscar verholfen, auch besonders bekannt für den Film Rain Man unter anderem. Schade für Ben Foster, dass hier auch nicht mehr draus wurde. Sieht so nach einer Oscar-Rolle aus, aber dafür ist sie so ein bisschen zu wenig. Es fehlt noch das gewisse Etwas. Es sind einfach zu viele Figuren. Wir haben so viele gute Schauspieler hier, aber die Figuren selbst bleiben alle relativ flach. Was auch gut ist, damit wir uns noch mehr auf Ben Foster konzentrieren können. Aber dann hätte man lieber einige ganz weglassen sollen. Oder den Film viel länger? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall insgesamt ist er zu empfehlen.
Zieht man euch rein. Ansonsten lasst es sein. Das reimt sich mega. Bye.